Guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag und dir geht es gut. Und wir schauen jetzt für den Donnerstag, was sich da für dich zeigen möchte. Genieße und entspanne die kommenden Minuten. Wundervolle Botschaften, wundervolle Botschaften. Wir haben hier die Liebenden in umgekehrter Lage eben auch gehabt. Schau mal, das ist hier fokussiert hier einmal für dich. Also hier kommt Kommunikation, ja, also es zeigt sich etwas Wundervolles in deine Richtung. Wir schauen ja morgen auch für das Wochenende, für die Liebe, was sich dann eben auch zeigen möchte. Hier zeigt sich eine wundervolle Annäherung, eine wundervolle Energie, eine leidenschaftliche Energie, eine Energie von Liebe und Passion geprägt. Wir haben hier die Herrscherin, du könntest schwanger werden, auch das. Ja, also hier zeigt es sich eine fruchtbare Phase, es ist irrelevant, wie du hier schaust, du bist in einer wohlwollenden, fruchtbaren Phase gerade. Ja, also schau mal, du könntest auch schwanger sein, also das auch. Für all die, wo das eben auch nicht zutreffend ist, es zeigt sich etwas sehr, sehr Liebevolles, etwas sehr, sehr Prägendes, etwas sehr, sehr Signifikantes in deinem Leben. Ich bekomme hier Liebe auf den ersten Blick. Also schau da mal, ja, sowas zeigt sich hier dann auch. Diese Person, du kennst diese Person. Du kennst diese Person hat Kopfschmerzen wegen dir. Diese Person ist gerade so, so stark in Gedanken. Man weiß nicht, wie man sich hier dir nähern soll. Es kommt, ja, es wird kommen. Man zerbricht sich hier den Kopf. Man ist wirklich tagtäglich nur in Gedanken in deine Richtung. Und sollte es jetzt für den morgigen Tag noch nicht so weit sein, bleibe in deiner wundervollen Energie, ist ganz, ganz wichtig. Ihr werdet euch sehen, das liegt schon hier, ja. Also es ist etwas, was hier definitiv sehr, sehr prägend war zwischen euch oder aber auch sehr, sehr prägend sein wird. Und ich sagte ja hier, Liebe auf den ersten Blick, also zeigt sich hier nochmal ganz, ganz eindeutig, dass hier etwas geschieht, wo man dich dann nicht vergessen wird. Ja, du kannst morgens jemand begegnen, währenddessen du vielleicht hier irgendwie ein Kind zum Kindergarten, zur Schule oder, muss jetzt auch nicht sein. Ja, das ist ganz, ganz speziell. Das kann hier auch die Arbeit sein. Das kann etwas sein, wo du in einer Förderung bist. Das kann etwas sein, wo du eine Förderung bekommst, also wo du teilnimmst in unterschiedlichen Dingen deines Lebens. Aber hier ist etwas, man wird dich nicht vergessen. Du hast Eindruck hinterlassen bei dieser Person. Ja, und hier sind ganz, ganz viele Gedanken, also schau mal bitte, mach dir keine Sorgen, also du bist hier in dieser Energie, mach dir keine Gedanken. Und für gewisse Treffen und Begegnungen ist hier eine fruchtbare Phase. In allen Formen und Bereichen, du bist in einer fruchtbaren Phase. All das, was du gesät hast, wirst du bald zur Ernte bringen. So, das waren hier einmal die Botschaften. Wir hören uns morgen mit den Liebesbotschaften für das ganze Wochenende und schauen wir auf die Impulse, was ich da für dich bekomme. Genieße den Abend. Gute Nacht.